Herbstzeit ist Futterzeit und damit sind wir beim REC in der Eishalle gelandet. Und zu einem Gespräch habe ich mir Christian Trenz, den Vizepräsidenten der Piranhas, eingeladen zum Gespräch. Kommen wir mal zu der neuen Saison, beziehungsweise für euch beginnt die Saison ja mit dem Pokal. Wie ist es aus deiner Sicht gelaufen? Sehr zufriedenstellend eigentlich. Wir haben gute Ergebnisse, wir haben gute Spiele abgeliefert. Wir sind dieses Jahr mit 6 Mannschaften in den Pokal gegangen. Neben Weißwasser und Grimmitschau waren dieses Jahr auch Leipzig, Halle und Erfurt dabei. Und wir haben am Ende den 3. Platz belegt, also sind hinter den beiden Zweitligisten. Also das ist ein Ergebnis, wo wir sagen, das ist top für die Vorbereitung. Zwischendrin hatten wir noch ein kleines Freundschaftsspiel gegen Trelleborg. Das war dann nochmal so eine kleine Abwechslung. Aber so unterm Strich sind wir wieder zufrieden, wie der Pokal gelaufen ist. Und sagen auch nach dem 2. Jahr, das ist für uns, was die Vorbereitung angeht, tatsächlich ein gutes Programm. Im letzten Jahr gab es ja Parallelen. Da seid ihr auch im Pokal super gut abgeschnitten. Und dann kam die Saison, wo ihr doch in so ein kleines Loch gefallen seid. Seht ihr da Parallelen oder wird das ausgeblendet? Das wird ein ausgeblendet. Und zum anderen sind wir natürlich auch dieses Jahr, ich will jetzt nicht sagen froh, aber wir haben ja auch 1-2 Niederlagen gehabt, wo wir sagen, okay, dadurch ist es dann doch recht ausgeglichen. Am Ende ist es halt so, dass auch der Pokal wichtig ist, dass die Reihen sich finden, dass die Abläufe stimmen, dass die Laufwege eintrainiert, einstudiert werden. Und das ist ja das Hauptziel eigentlich. Ne? Es ist halt nur so, dass wir natürlich das, wenn wir das mit Gegnern aus der Liga oder mit Zweitligisten machen, natürlich auch eine dementsprechende Herausforderung fürs ganze Team ist. Ne? Also klar, letztes Jahr lag die Messlatte nach dem Pokal sehr, sehr weit oben. Dann kam so ein kleiner Einbruch und ein roter Faden. Das, denke ich mal, werden wir dieses Jahr zu verhindern wissen. Aber das erste Saisonspiel wurde absolviert. Leider eine Niederlage. Wie habt ihr die gesehen? 13 Tore im ersten Spiel ist jetzt nicht wenig. Wenn man in Tilburg ist, weiß man eigentlich, da fallen immer Tore. Um das Positive herauszunehmen, muss man wirklich sagen, wir haben 4 Tore in Tilburg geschossen. Das heißt, offensiv sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Defensiv war das wirklich nicht unser bester Tag. Da muss noch ein bisschen was passieren in den nächsten Tagen. Und mit den Hannover Scorpions wartet jetzt am Freitag natürlich schon der nächste harte Kandidat. Denn auch die Scorpions haben neben Tilburg immer die Ambition, die Liga zu gewinnen. Das ist auswärts. Kommen wir mal zum Sonntag. Da ist Heimspiel. Wie kann man sich jetzt dieses Heimspiel in der Eishalle vorstellen? Wir sind froh, dass alle wieder zurück sind in der Halle. Die Stimmung bei den ersten Spielen war klasse, also da kann man nichts sagen. Die Abläufe mit den 3G-Regeln etc., das funktioniert alles sehr gut und die Fans nehmen es auch an. Also volle Hütte. Und ihr habt auch einen Neuzugang zu vermelden, eigentlich einen alten, der eigentlich schon weg war und nun doch wieder gekommen ist. Wie kam es dazu? Ja, glückliche Umstände. Ne? Das ist halt, also wir waren ja immer noch auf der Suche. Also wir waren grundsätzlich, also wichtig war immer noch mal die Verteidigerposition. Die hatten wir jetzt mit Tim Marek quasi erfüllt. Haben aber gesagt, wenn sich noch mal was anbietet im Angriff, muss man sich das überlegen, ob man das auch noch macht. Jetzt ist mit Lukas Kuziol tatsächlich ist es auch noch ein Center. Center haben wir nicht so viele, deswegen ist das sogar noch außerordentlich wichtig. Wir wissen bei Lukas, was wir haben. Er weiß, was er hier hat. Und dass ihn seine beruflichen Chancen zurück nach Rostock spülen, sozusagen, ist halt ja, für uns natürlich ein kleiner Glücksfall. Und das nehmen wir natürlich gerne an. Mal etwas ganz anderes. Kommen wir zur Saison der Piranhas 2031-32. Genau, ich sehe Ihnen ein verdutztes Gesicht. Ihr habt aufgerufen. Wir suchen Nachwuchs. Kannst du dazu etwas erzählen? Ja, also es ist natürlich so, dass diese 1,5 Jahre, die jetzt fast die gesamte Nachwuchsarbeit stillstand, die ist für keinen Verein wirklich gut gewesen. Ne? Das heißt, man fängt in einigen Altersklassen teilweise wirklich wieder bei Null an. Wir haben seit einigen Monaten einen neuen Jugendwart, der ist sehr, sehr engagiert. Und wir haben es dieses Jahr auch so,
Das gab es bisher auch noch nicht so von offizieller Seite. Dieses Jahr ist es wirklich so, dass wir aus der Mannschaft Spieler haben, die auch gleichzeitig Trainer im Nachwuchs sind. Das heißt, wir haben im Nachwuchs jetzt auch eine Qualität an Trainern, an Übungsleitern, die wir so noch nie hatten. Jetzt müssen wir halt nur noch die Eisfläche füllen. Ne? Also, Kids, kommt zum Eishockey. Also, wer jetzt zukünftig vor den Heimspielen der REC Piranhas Fahnenkind werden möchte, sollte jetzt schon mal die Kufen schwingen und sich beim Verein melden. Und da schließt sich für mich die Frage gleich noch an, gibt es dann noch Karten für den Sonntag, für das Heimspiel gegen Erfurt? Genau, also die gibt es auf jeden Fall im Vorverkauf. In den letzten Monaten wurde ja verstärkt auch der Online-Vorverkauf genutzt. Den können wir auch jedem nur empfehlen. Das ganze Ticket ist dann auf dem Handy, wird hier kurz eingescannt und fertig. Zutritt erfolgt dann über die Luca-App, ist also auch relativ entspannt, man kennt es schon. Und wer im Vorverkauf sich keine Karte holen kann, für den haben wir auf jeden Fall auch noch eine Karte an der Tageskasse. Und wie geht das Spiel aus? 6-2. Für uns selbstverständlich. Ja, dann wünschen wir alles Gute dafür. Bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns Sonntag alle in der Eishalle. Dankeschön. Bitte sehr. Bis bald.